Hallo Leute, hier ist wieder euer Repond. Heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops Cold War Zombies und in diesem Video wollte ich euch zeigen, wie ihr auf der neuen Zombie-Karte Forsaken das Easter Egg alleine oder auch im Koop so einfach wie möglich machen könnt. Und damit würde ich sagen, kommen wir direkt mal auch zu dem ersten Schritt und zwar müsst ihr jetzt erstes mal die Abriegelung beenden bzw. Packer Punch aktivieren. Das macht ihr beides gleichzeitig und zwar ist es nämlich so, dass ihr als erstes, wenn ihr spawnt, direkt mal zu dem Portal hinlauft und dieses aktiviert und danach müsst ihr noch 30 Sekunden in diesen Raum bleiben. Aber ich würde euch empfehlen, so schnell wie möglich durch dieses Portal dann wieder durchzugehen, wenn der Timer abgelaufen ist, weil sonst gehen hier unendlich die Runden nach oben und es ist ein bisschen einfacher, wenn man das Easter Egg in den niedrigen Runden anfängt. Wenn ihr durch das Portal durchgelaufen seid, dann lauft erstmal die lange Straße nach vorne, bis ihr dann wieder nach oben laufen könnt, links oder rechts, um durch das nächste Portal durchzugehen. Und jetzt ist es so, dass ihr in diesem Bereich, da wo sich das Kino befindet, erstmal vier Teile suchen müsst. Das erste Teil, das befindet sich in der Videothek direkt unter euch und da gibt es im hinteren Lager mehrere Orte, wo dieses erste Teil sein kann. Einmal hier links auf den Kisten, dann wenn ihr noch nach rechts lauft, auf diesen Schrank drauf und dann beim Ausgang links auf den anderen Kisten. Dann das zweite Teil, das befindet sich dann im Kino und da der erste Spot, der ist direkt links bei diesen zwei Puppen, die dort sitzen. Da kann diese eine Puppe dieses Teil in der Hand halten. Der zweite Spot ist dann bei diesem Empfang in dieser Glasvitrine drin und der letzte Spot, der befindet sich dann rechts in der Ecke, bevor es in den nächsten Raum mit dem Popcorn-Verkauf weitergeht. Das dritte Teil, das befindet sich dann im TV-Shop. Da, wenn ihr reingeht, entweder links im Regal, da kann sich das Teil befinden, dann rechts im Regal oder noch hinten rechts in der Ecke, da kann sich dieses Teil auch noch befinden. Und das letzte Teil, was wir noch benötigen, das befindet sich dann im Burger Town und das ist dann der Bratkorb. Und hier gibt es auch wieder drei Orte. Der erste Ort ist hinten links in der Ecke drin. Dann der zweite Ort, der kann sich direkt auf der Theke vorne befinden. Und der letzte Ort, der befindet sich neben dem Cola-Automat. Wenn ihr diese vier Teile gefunden habt und aufgesammelt habt, dann müsst ihr jetzt weiterlaufen zum Ende von diesem Bereich. Da befindet sich nämlich ein weiteres Portal, welches ihr jetzt mit diesen aufgesammelten Teilen reparieren könnt. Und im nächsten Bereich, in diesem Bunker, lauft ihr erstmal auch wieder ganz nach vorne, einfach geradeaus weiter, bis ihr zu dem letzten Portal kommt und wenn ihr diesen dann euch nähert, dann erscheint auch der erste Boss-Zombie. Wenn ihr auch diesen getötet habt, dann geht durch das letzte Portal durch und jetzt seid ihr auch schon im Kommandoturm. Da gibt es einen Bereich, wo sich ganz viele Computer befinden und dort befindet sich auch einen roten Schalter, den ihr dann einmal betätigen könnt. Und nun ist es so, dass ihr wieder nach rechts gehen müsst, wo sich ein verschlossenes Fenster befindet und da befindet sich rechts davon auch nochmal ein roter Schalter, da wird aber nichts angezeigt, da müsst ihr einmal eure Aktionstaste drücken und dann wird euch auch eine kleine Cutscene angezeigt. Der nächste Schritt ist es jetzt erstmal ein paar Runden zu spielen, denn ihr müsst darauf warten, bis so ein großer lilaner Kristall spawnt. Es kann aber auch sein, dass die Kristalle direkt schon in derselben Runde da sind, da müsst ihr einfach ein bisschen drauf schauen, aber um mit diesen Kristallen überhaupt etwas anfangen zu können, benötigt ihr als erstes mal die neue Wunderwaffe. Und diese neue Wunderwaffe, die könnt ihr auf mehreren verschiedenen Wegen erhalten. Das eine Mal ist ja durch die Mystery Box, da könnt ihr einfach ein paar Mal dran gehen und vielleicht habt ihr ja Glück, diese zu bekommen. Die andere Möglichkeit ist dann auch noch durch diese Eisendrache Challenge. Das heißt, man kann ja mit diesen Spielmünzen, die man von den Zombies bekommt, also die werden random gedroppt, kann man auch in die Spielhalle gehen und da kann man an diesen Eisendrache Automaten hingehen und kann dann eben diese Drachen Challenge machen, wie im Outbreak Modus. Und dort in dieser Kiste kann es ab und zu sein, dass auch die Kristalle drin ist und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, dass man die Trials macht, also die Belohnungsmaschine, die sich auch oben im Kommandoturm befindet und da, wenn man die Belohnung auf legendär macht, da ist es auch manchmal der Fall, dass man diese gratis bekommen kann. Und die letzte Methode, wie ihr die Wunderwaffe bekommen könnt, ist durch die Mini-Quest und da kann man diese auf jeden Fall gratis auch noch bekommen, aber hierzu habe ich auch schon ein Video gemacht auf meinem Kanal, Link dazu findet ihr in der Beschreibung und natürlich auch in der Infobox. Ich kann euch nur sagen, es ist auf jeden Fall manchmal sinnvoller, an die Kiste zu gehen bzw. die Trials Maschine zu machen, weil oft geht das eigentlich schneller als dann die Quest zu machen. Aber wenn ihr doch die Quest machen wollt, dann könnt ihr aber währenddessen ihr die Quest für die Wunderwaffe macht, auch schon direkt ein paar kleine Schritte machen für das Easter Egg. Und zwar ist es nämlich so, bevor ihr nämlich auch unnötig herumsteht und auf die Kristalle wartet, vielleicht sind sie aber auch schon da. Wie gesagt, dieser Schritt, den könnt ihr auf jeden Fall als nächstes machen, auch währenddessen ihr versucht die Kristallachs zu bekommen. Denn jetzt ist es so, dass ihr mal zu der Treibstoffverarbeitung müsst, also da wo ihr am Anfang das Portal
Shepard ihr tappt, denn in diesem Raum befinden sich 4 Treibstofffässer und an jedem dieser Fässer befindet sich dann nochmal so ein Schalter. Wenn ihr jetzt Solo spielt, dann könnt ihr an einen von diesen hingehen, das ist ganz egal wohin. Wenn ihr aber Koop spielt, zu 2, zu 3 oder zu 4, dann ist es so, dass jeder der Spieler in-game sich an einen von diesen Fässer hinstellen müsst und da müsst ihr gleichzeitig mal die Aktionstaste drücken. Soweit ich das jetzt auch ausprobiert habe, müsst ihr auf jeden Fall dort auch die Zombies töten, die in diesem Bereich sind, um eben diese Fässer mit diesen Zombie-Seelen zu füllen. Und wenn ihr da genügend getötet habt, beziehungsweise lange genug dort überlebt habt, dann ist es so, dass diese Fässer gefüllt sind und auch die Zombies alle sterben. Und zuletzt liegt dann auch in der Mitte das erste Teil für den Ethereum-Neutralisator. Wir kommen auch an der Stelle direkt mal zu dem nächsten Teil, denn nun benötigt ihr einen Boss-Zombie beziehungsweise diesen neuen Magwar und mit diesem müsst ihr jetzt nun nach unten gehen in den Bunker. Dort befindet sich auch so eine Art Büro beziehungsweise so ein großer Tagungsraum und da befindet sich in der Ecke oben so ein kleines Gerät oder Teil, was ihr eben auch wieder benötigt für diesen Neutralisator. Und was ihr jetzt eigentlich tun müsst, ist euch in diese Ecke reinzustellen und euch von dem Boss so gesehen angreifen zu lassen. Denn irgendwann kann es eben passieren, dass er dieses Teil herunterwirft und irgendwann ist das Teil eben heruntergefallen und das könnt ihr dann auch wieder aufnehmen. Für das dritte Teil benötigt ihr dann nun eine Waffe, auf der ihr dann den Waffenmod Todesleitung drauf habt. Dafür müsst ihr dann einfach zum Packer Punch gehen, aber nicht die Waffe Packer Punchen, sondern ihr switcht einfach nur einmal eine Seite nach rechts, wenn ihr das Ganze hier betätigt und könnt dann eben diesen Waffenmod auswählen. Wenn ihr das gemacht habt, geht zurück zu der Spielhalle, denn dort befindet sich ein Automat mit der Ausschrift Grand Prix und da müsst ihr jetzt genau daneben einen Zombie töten mit dem Tode-Leitung-Effekt und dann ist es auch so, dass dieser Automat danach auch wieder aktiviert wird. Und nun könnt ihr diesen auch für 2000 Punkte aktivieren und das Ganze ist eigentlich ziemlich cool, weil jetzt bekommt ihr wieder eine Fernentladung und könnt mit dieser Fernentladung aus der Spielhalle herausfahren. Das müsst ihr auch machen, aber ihr müsst ein bisschen aufpassen vor den Zombies, weil die laufen automatisch zu der Fernentladung hin und wenn die zu nahe kommen, dann explodiert auch die Fernentladung und ihr müsst das Ganze neu kaufen. Was ihr aber jetzt machen müsst, ist, dass ihr jetzt zu diesem Fernsehladen hinfahren müsst mit der Fernentladung und hinter die Theke dann gehen müsst, denn dort befindet sich so eine kleine Luke und da müsst ihr einfach euch daneben hinstellen und dieser Impuls von dieser Fernentladung, der wird dann dieses Gitter weghauen von diesem Schacht, sodass ihr dann mit dieser Fernentladung hineinfahren könnt. Wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr euch einfach in diese Ecke hier reinstellen, also zwischen diesen Regalen und danach müsst ihr nur noch mit der Fernentladung hochspringen und diese dann aktivieren bzw. zum Explodieren bringen. Und jetzt könnt ihr dann auch schon zu diesem TV-Shop selbst hingehen als mit eurem Charakter und da befindet sich jetzt eigentlich rechts in der Wand ein Loch, wo dann auch sich das dritte Teil für den Neutralisator befindet. Und an der Stelle benötigen wir jetzt auf jeden Fall die Wunderwaffe, also bis dahin solltet ihr auf jeden Fall entweder die Quest gemacht haben oder ein paar Challenges und mittlerweile sollten auch diese Kristalle auf jeden Fall gespawnt sein. Es gibt da 3 Orte, wo diese Kristalle spawnen. Der erste Ort ist dann im Bunker, im Verstärkerraum, dann im Spawnraum befindet sich noch ein Ort und zuletzt noch dann auf der großen Straße oben auf dem Dach von Lagerbereich 5. So, und was ihr jetzt machen müsst, ist zu diesen Kristallen einfach hingehen mit der Wunderwaffe und nun diese schwebenden 3 leuchtenden Orbs abschießen mit der Wunderwaffe. Dann ist es aber jetzt so, dass ihr die Waffe wieder umbauen müsst zu der Axt und jetzt müsst ihr mit der Axt diesen großen Kristall kaputt hauen. Sobald ihr das gemacht habt, dann ist es so, dass in der Mitte so ein kleiner Kristall liegt, den ihr jetzt aufnehmen könnt und dieser kleine Kristall, der ersetzt eure Taktikgranate. Sobald ihr auch diesen Kristall aufgenommen habt, ist es eigentlich so, dass auch wieder dieser neue Boss-Zombie spawnt und diesen solltet ihr auf jeden Fall erstmal noch nicht töten, denn jetzt ist es so, dass ihr diesen Kristall, den ihr aufgenommen habt, in den Mund von diesem Magwar oder Boss-Zombie hineinwerfen müsst. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann seht ihr auch so eine kleine Essensanimation, also dass dieser diesen wirklich auch isst. Wenn ihr es aber nicht geschafft habt, dann könnt ihr nochmal zu dem zerstörten Kristall hingehen und wieder ein neues Teil aufnehmen und das Ganze nochmal probieren. Ihr seht auch, wenn das Ganze richtig ist, dass eben der Schwanz von diesem Boss-Zombie rot leuchtet und jetzt könnt ihr diesen auf jeden Fall töten, denn dann bekommt ihr nämlich noch einen weiteren Kristall, den ihr dann wieder aufnehmen könnt. Und genau diese Prozedur, die macht ihr bei allen 3 Kristallen, das heißt, ihr macht die 3 Orbs kaputt, zerstört dann den Kristall, nehmt diesen kleinen Kristall auf, werft ihn in diesen neuen Boss-Zombie hinein, dass er diesen isst und tötet dann den Boss-Zombie, um dann eben das letzte Teil aufzunehmen.
Und an der Stelle sind wir eigentlich jetzt schon fast so weit, dass wir den Bosskampf starten können. Deswegen rüstet euch auf jeden Fall aus mit Perks, mit der Wunderwaffe, puncht die Wunderwaffe, mit Rüstung und so weiter. Und dann könnt ihr eigentlich jetzt auch schon zu der großen Straße wieder hingehen, denn dort befindet sich eine Werkbank, wo ihr jetzt den Neutralisator zusammenbauen könnt. Ihr hört danach auch so ein kleines Gespräch zwischen allen beteiligten Leuten und es steht auch da, dass dieser Neutralisator sich aufwärmt. Und irgendwann nach einer kurzen Zeit steht auch schon dort, dass man diesen aktivieren kann und man nicht mehr zurück kann. Sobald ihr das gemacht habt, startet so eine kleine Sequenz und ihr befindet euch in so einer Kugel drin, die euch beschützt vor dem Dark Aether. Das heißt, wenn ihr diese Kugel verlasst, bekommt ihr auch Schaden und ihr müsst jetzt so gesehen diesen Neutralisator eskortieren. Also das bedeutet, ihr lauft recht nah an diesen Neutralisator mit und der bewegt sich. Es ist aber auch so, dass irgendwann der Neutralisator zu euch sagt, dass der Tank recht niedrig ist und jetzt ist es eure Aufgabe, trotzdem aus dieser Kugel herauszugehen und nach roten Kristallen Ausschau zu halten. Denn diese Kristalle, die könnt ihr dann kaputt schlagen und da bekommt ihr dann Treibstoff heraus, den ihr dann den Neutralisator geben könnt. Und das macht ihr nach dem Schema dann so lange, bis ihr dann irgendwann bei einer Tür angelangt seid. Und hier ist es dann so, dass ihr euch noch ein allerletztes Mal ausrüsten könnt, falls ihr noch irgendwas benötigt. Und zum Schluss müssen alle Spieler dann nochmal zu dieser Tür hingehen und nochmal die Aktionstaste drücken. Und somit beginnt dann eigentlich auch der richtige Boss. Denn jetzt ist es so, dass Maxis und ihr gegen diesen Verlassenen kämpft und ihr müsst erstmal Maxis helfen, denn ihr sucht jetzt erstmal den Ort, wo sich Maxis befindet, da wo diese lilanen Flammen sind auf dem Boden bzw. Maxis herumschwebt und da müsst ihr jetzt erstmal in diesen lilanen Kreis Zombies töten, damit sich eben Maxis ihre Macht auflädt. Das seht ihr auch links, da ist so ein kleiner Balken und dieser muss sich aufladen, denn sobald ihr Maxis geholfen hat und der Balken voll ist, ist es so, dass Maxis eins von den zwei Geschützen links oder rechts auflädt und dann benutzbar macht. Benutzt das aber noch nicht, denn jetzt müsst ihr erstmal das Schild zerstören von diesen Verlassenen. Das heißt, ihr schießt als erstes mal auf die Schulterblätter von diesen, also diese lilanen Kristalle, bis das Schild von dem Verlassenen down ist. Das ist der blaue Balken auf seiner Health-Anzeige. Und sobald das der Fall ist, könnt ihr das Geschütz aber jetzt benutzen und an die roten Stellen schießen, die ihr so gesehen freigeschossen habt von den lilanen Kristallen und somit bekommt ihr dann auch den meisten Schaden. Das Ganze wiederholt ihr dann, wie gesagt, an den beiden Schulterblättern. Das bedeutet, ihr sammelt erstmal nochmal Energie für Maxis und diese aktiviert dann auch wieder das nächste Geschütz. Ihr schießt dann auf das nächste Schulterblatt und dann ist es eigentlich normalerweise so, dass dann das Leben auf der Hälfte ist und dann gibt es nochmal so eine kleine Cutscene. Nach der Cutscene hat dann nochmal der Boss ein paar neue Attacken und ein bisschen andere Effekte. Es ist aber eigentlich dasselbe Schema. Ihr müsst erstmal wieder Maxis helfen, Energie zu sammeln, aber danach müsst ihr nochmal das Schild kaputt schießen. Das heißt, ihr schießt auf den Bauch diesmal drauf und schießt das Schild kaputt. Dann ist es so, dass ihr wieder an das Geschütz geht, schießt auf den Bauch drauf, bis er nur noch ein Viertelleben hat. Danach sammelt ihr wieder für Maxis Energie. Das heißt, ihr geht dorthin, wo Maxis ist, tötet Zombies und dann aktiviert sie wieder das Geschütz. Und am Ende müsst ihr nochmal auf den Kopf drauf schießen, um eben das Schild kaputt zu machen von ihm. Und ein letztes Mal geht ihr dann an das Geschütz, schießt dann alles auf den Kopf drauf und dann habt ihr es eigentlich auch schon geschafft. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt das Easter Egg auf dieser Karte und könnt so gesehen die letzte Cutscene hier sehen. Und die finde ich wirklich ziemlich interessant und gut. Und an der Stelle will ich eigentlich nur noch gesagt haben, falls euch das Video gefallen hat und auch weitergeholfen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen bzw. einen Kommentar. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, euer Reaper.